füllt sich die Strecke. Hier für das Zeittraining der Getriebe. Klasse, und wir haben eine erste Zeit mit 54.094 aufgestellt durch die Startnummer 46, Daniel Radowski. Ja, allerdings sind die meisten jetzt erst rausgefahren, sodass wir erstmal auf die Zeiten warten müssen. Und es geht eng zu in diesem Zeittraining der KZ2. Da finden sich so Grüppchen zusammen. Das sind taktische Spielchen, die man hier immer wieder sieht in dieser Klasse, wenn es hier um das Zeittraining geht. Erik Gorkow mit 51.620 jetzt in Führung gegangen. Mick Landgraf, die Startnummer 27, 57.139, die drittschnellste Zeit. Ja, wir wollen hier mal noch gar nicht so nach den Zeiten eigentlich schauen, denn jetzt heißt es für die Getriebefahrer, sich erstmal einzufahren. Und da kommen natürlich ein Rainer Machmer mit 1:04.974 durch. Aber es gibt auch schon richtig schnelle Zeiten, wie von Adrian Bischoff. 51.393 der Zeitbestzeit. 51.301 Platz 4 für Erik. Nein, nicht Platz 4. Startnummer 4, Platz 1 für Erik Gorkow. Daniel Radowski mit neuer Bestzeit 50.714. Maximilian Schleimer 49.984. Damit wieder eine neue Bestzeit. Und Mick Landgraf geht mit 50.602 auf Platz Nummer 2 in diesem Rechenmacher hat mit 49.852 die Führung übernommen, aber dann kommt Yannick Julius Bernhard, 49.124 für die Startnummer 19. Jesse Kirkby auf Platz 2, die Startnummer 20 mit 49.154 und Emma Felbermeier 49.172, das ist Platz 3. Maddox Wirtz geht auf Platz 2, der Fahrer mit der 48.969 vor Lukas Schächer, Startnummer 1 auf Platz 2, 48.913. Ich bin noch nicht richtig in dieser Saison drin, habe ich den Eindruck. Emanuel May, 48.842, die Startnummer 17 jetzt auf Platz 2. Und weiterhin thront Simon Rechenmacher mit der 93 über allem mit seinen 48.655. Emma Felbermeier mit neuer Bestzeit, 48.323. Maximilian Schleimer jetzt mit 48.576 auf Platz 2. Yannick Julius Bernhard, 48.655. Und Simon Rechenmacher wieder zurück auf der Bestzeit mit 48.218. Lukas Checker holt sich Platz 3, 48.459. Rick Hartmann dann auf Platz 4, der Fahrer mit der Startnummer 48.537. Auf Platz 6 unterwegs mit 48.548 Claudia Henning, die Startnummer 23. Simon Rechenmacher 48.218, das sagte ich bereits. Emma Felbermeier 48.260, damit auf Platz 2. Und Maximilian Schreier, die 66, ist jetzt auf Platz 4 vorgefahren mit 48.390. Lukas Schächer, die Startnummer 1, ist Fünfter mit 48.367. Und Claudia Henning mit Startnummer 23 geht auf Position 2 nach vorne. 48.148, ihr erstes Rennen nach ihrem Ausflug in den BMW Cup. Jetzt also gleich im Zeittraining wieder zurück auf Platz 2, die Claudia Henning.
Maximilian Schleimer mit 48,105 geht die 96 auf Platz 2. Auch er Neueinsteiger in der KZ2, aber nur in dieser Klasse, nicht im Kart selbst. Simon Rechenmacher 47,984. Also weiterhin Ausbau seiner Zeit. Und dann Claudia Henning über die Linie gekommen, die Fahrerin mit der Startnummer 23 mit 48,057. Das ist die zweitschnellste Zeit in diesem Lauf. Ja, damit ist es auch schon wieder zu Ende mit dem Zeittraining der KZ2, das wir jetzt gesehen haben. Und als nächstes sehen wir die Gentleman und die Rotax DD2-Klassen in ihrem Zeittraining. So geht's dann weiter. Dann das Pflichttraining für die Oldtimer 50er, 150er und Hochrad. Und um 11.35 Uhr die Youngtimer mit und ohne Getriebe. Und um 11.50 Uhr, da wird es dann soweit sein. Und wir erleben das erste Rennen in dieser Saison im OAKC, dem Ostdeutschen ADAC Kart Cup. So, jetzt können wir aufs Klassement blicken. Simon Rechenmacher also mit 47,984 mit Bestzeit unterwegs vor Claudia Henning 48,057 und Emma Felbermeier mit 48,063. Maximilian Schleimer wird Vierter mit 48,093 vor Gianni Andrisani 48,094. Ken Aigra mit 48,146 dann auf Platz 6. Und Lukas Schächer wird Siebter mit 48,199. Maddox Wirtz mit 48,269 auf Platz 8 vor Maurice Klein 48,355 und Florian Breitenbach mit 48,374 holt sich Platz 10.